Der Traum vom eigenen Haus ist immer noch an erster Stelle bei den Österreichern. Bevor dieser aber verwirklicht werden kann, macht es Sinn, seinen finanziellen Spielraum zu kennen und abzuschätzen. Wahrscheinlich ist die Finanzierung des Eigenheims die größte und bedeutendste Investition im Leben. Und daher soll diese auch gut durchdacht und die bestmögliche Finanzierungsvariante gewählt werden. Eine Grundvoraussetzung, die mir immer sagt, wenn ein Baugrundstück vorhanden ist und das ist nicht belastet oder nicht finanziert, dann ist das auf alle Fälle mal eine solide Basis. Ja. Was heutzutage bei den Finanzierungen sicherlich nicht mehr machbar ist, das sind die Finanzierungen, wo das Grundstück und das Haus zur Gänze mit Fremdkapital aufgestellt werden muss. Das sind eher schon schwierige Sachen. Wenn man weiß, okay, ich habe nur ein gewisses Budget, wo man weiß, okay, da muss man eh schon schauen, dass man hinkommt, dann kann ich nicht anfangen, dass ich plan x Quadratmeter Wohnflächen größer, Vorrücksprünge von der statischen Seite total aufwendig. Also da muss man wirklich ansetzen, dass man so ein geradliniges Haus und einfach Einsparpotenziale ausschöpft. Wir gehen bei der Firma Wimberger Haus einen doch relativ neuen Weg, wo wir einfach versuchen im Vorfeld, bevor wir mit der Planung der Häuser beginnen, ja, dem Kunden auch zu helfen, sind seine Vorstellungen, die was er hat, auch von der finanziellen Seite her gegenüber dem, was das Haus nachher kostet, dass das in Einklang ist. Mit dem Wimberger Haus Finanzierungsrechner im Internet lassen sich Finanzierungsbeispiele einfach vergleichen. Und man bekommt einen guten Überblick über die zu erwartenden Belastungen pro Monat. So bekommt man ein Gefühl für die individuellen Baufinanzierungsmöglichkeiten. Wichtig ist es, dass man über nichts drüber stolpert, also versteckte Rahmenbereitstellungsgebühren, zu hohe Kontoführungskosten und so weiter. Es muss alles transparent am Tisch liegen. Man kann eh nicht verlangen, dass eine Finanzierung kostenlos ist, das geht nicht, aber es muss zumindest für den Kunden ganz klar ersichtlich und transparent sein. Und diesbezüglich hat halt der Kunde oder Interessent der Firma Wimberger Haus mich zur Verfügung gestellt, um da mitzuhelfen und damit er wirklich ein Top-Angebot in Sachen Finanzierung hat. Eine gute Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die Kosten des Hauses auszuüben, ist die Eigenleistung, sprich das Mithelfen am Bau. Der Bauherr sollte 4 bis 5 Leute, die was auch ein bisschen gewöhnt sind, zur Verfügung stellen. Kann man sich da sparen bis 25% beim Keller und Rohbau. Bei der Ausbaustufe ist es oft nicht so, weil der Installateur oder Dachdecker, das ist da eine gefährliche Geschichte, da kann er nicht so mithelfen, aber im Rohbau kann er sich dementsprechend was da sparen. Essentieller Bestandteil beim Hausbau ist daher, gemeinsam mit dem Berater, dem Planer und dem Bauleiter die finanziellen Voraussetzungen zu kommunizieren. So erspart man sich viele Leerläufe und unnötige Arbeit. Wenn es jetzt ein individueller Plan ist, wird von uns durchkalkuliert in der Ausbaustufe, die vom Kunden gewünscht ist. Der Hausberater bespricht das mit dem Kunden und wir stehen dann zu dem Preis, der da abgegeben worden ist. Und das beinhaltet gewisse Gewerke und auch die Leistungen oder Nebenleistungen, die zum Gewerk dazu gehören. Bevor man wirklich den Entwurf zu zeichnen beginnt, aber wenn es eine sehr individuelle Geschichte ist, dass man einfach da schon drüber spricht, wie ist das Budget, wie in welchen Rahmen zumindest, groben Rahmen soll sich das bewegen, damit einfach die kreativen Leute, die Planer, so wie wir, einfach da dann auch schon das ganz gut abstecken können, wie weit kann man sich da auslassen in der Planung. Es ist ein Fixpreisangebot, ein Pauschalangebot, wo man sagt, dafür steht die ganze Leistung, wir haben jetzt einen neuen Schauraum, wir können das anschauen. Also der Kunde weiß, für diese Leistung zahlt er diesen Betrag, kein Euro mehr. Unser Wimberger Haustipp. Durch die Höhe des Eigenkapitals und der monatlichen Kreditrate ergibt sich eine Höchstgrenze. Mehr darf der Hauskauf nicht kosten. Diese Grenze sollten Sie akzeptieren und vor allem auch auf die Preisverbindlichkeit Ihrer Hausbaufirma achten. Scheuen Sie nicht davor, Angebote und vor allem auch die darin enthaltenen Leistungen zu vergleichen. Nur dann steht Ihr Hausbau auf einem soliden Fundament und Sie können guten Gewissens eine der größten Investitionen Ihres Lebens tätigen. Wimberger Haus. Mein Haus wird wahr.